Vielen Dank. Ja, Colinas Erben, das ist unser Podcast, so sieht unser Logo aus. Mein Name ist Klaas Riese, ich bin Sportkultur bei Twitter, Sportjournalist beim Deutschlandfunk. Ich habe das gestern schon mal angedeutet, ich glaube, das hängt mit meinem Podcast sogar zusammen. Ich bin dazu so Kolumnist mit GIFs bei elffreunde.de. Das heißt, ihr werdet auch gleich wieder ein paar GIFs bekommen, das kann ich euch nicht vorenthalten. Und ich bin halt Podcaster. Was habe ich mir für heute vorgenommen? Ich will erstmal sagen, was ist eigentlich Colinas Erben? Auch wenn Tim da natürlich schon ein paar Worte gesagt hat. Wie ist Colinas Erben in Anführungszeichen ganz bewusst gesetzt erfolgreich geworden? Wie ist die Zusammenarbeit mit anderen Medien und warum ist Colinas Erben eigentlich nicht erfolgreicher? Schließt so ein bisschen an den Vortrag von Sven gestern an. Was ist Colinas Erben? Wir hatten Tim gerade schon hier und der Tim hat das eigentlich auch schon mal ganz schön erklärt in seiner Sendung Not Safe for Work. Ihr müsstet jetzt ganz leise sein, weil ich habe ein ganz altes Laptop und die Audioqualität ist nicht so gut. Und ja, der Tim hat über unseren Podcast vor, ich weiß gar nicht, 4 Jahren ungefähr mal gesprochen. Achso, er wollte noch Podcast empfehlen. Und zwar mal was ganz anderes. Mhm. Das mag ich irgendwie. Sagt ihr der Name Colina was? Nee. Wer das ist? Nee. Colina? Keine Ahnung. Immer noch nicht. Nee. Pierluigi Colina. 6-mal in Folge Weltschiedsrichter des Jahres. Ich wollte ja eigentlich einen Podcast empfehlen, der heißt Colinas Erben. Und das ist ein Schiedsrichter-Podcast. Ach, und das ist sozusagen der Blick auf das aktuelle Fußballgeschehen aus Sicht von Schiedsrichtern. Das finde ich schön. Wo sozusagen über Szenen und Vorfälle des Liga-Alltages oder Champions League oder was halt auch immer gerade so gelaufen ist und wo dann einfach Fußballregeln dann diskutiert werden. Das ist sowas von nerdig. Ja, also wirklich diese Regelauslegung und wie das ist so. Aber sowas mag ich irgendwie. Das ist irgendwie was, das ist auch wieder mal so ein typisches Format, was du dir einfach so im Fernsehen niemals so geben könntest. Ja, also eine Stunde lang ausführliche. Doch, könntest du mal, hättest du sogar die Möglichkeit, die Bilder einzuspielen, über die du redest. Und das Ganze, also das wäre ein perfektes Fernsehformat. Das ist wirklich perfektes Fernsehformat. Eigentlich schon, aber also, trotzdem habe ich die Hoffnung nicht, dass das passiert. Ja? Also weiß ja keiner, vielleicht kommt das ja immer nochmal. Hier ist auf jeden Fall eine schöne Vorlage und ich fühle mich wohl unterhalten. Ja, immer ganz schlecht in der Präsentation, 1,5 Minuten Audio zu spielen, aber ich habe gedacht, auf so einer Konferenz kann man das mal machen. Und Tim hat ja ganz gut beschrieben, was wir da so machen. Holgi hat dann in der nächsten Folge, als sie nochmal über Colinas Erben sprachen, gesagt, gefällt mir gar nicht. Hat dann aber auch gesagt, es läge am Sound. Dann habe ich mit Holgi Kontakt aufgenommen, er hat uns dann direkt geholfen. Das war super und man muss sagen, so eine Empfehlung in dieser Sendung bringt einem so zwischen 500 und 1000 neue Hörer. Also Entschuldigung. Jetzt springt das hier an. Das mag ich irgendwie. Na gut. Also, was ich sagen wollte, danke Tim, das war super. Das hat uns ziemlich weit nach vorne gebracht. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wie haben wir überhaupt angefangen? Also, es war einmal ein Fußballblog, der hieß fokusfußball.de. So sah das aus. Ganz klassisches Blogformat. Wir haben jeden Wochentag das aus unserer Sicht Beste aus der Fußballwelt zusammengepackt. Fernsehsendungen, Zeitungsartikel, Audios. Sehr aufwendiges Projekt, gibt's leider nicht mehr, aber hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir hatten dann irgendwann eine Idee. Ihr könnt euch schon denken, worum es ging. Was könnte man zu Fokus Fußball dazu machen? Genau, wir machen Podcasts. Es gab dann 3. Einer hat immer so eine Spieltagsszene nochmal nachgesprochen. Ein zweiter war Gespräche mit Journalisten. Die beiden gibt's nicht mehr. Das Einzige, was es noch gibt, ist Colinas Erben. Und das, obwohl unser Sendekonzept ein ganz einfaches war. Wir haben nämlich gesagt am Anfang, wir erklären Fußballregeln. Ich habe 25 Jahre oder so Fußball gespielt und habe immer gedacht, ich kenne die Regeln trotzdem nicht und hatte das Gefühl, wenn ich so meine Twitter-Timeline verfolgt habe, das geht ganz vielen so. Sie gucken das zwar alles, aber sie haben eigentlich gar keine Ahnung. Mein Kompagnon, der Alex, der war sehr skeptisch, ob das klappt. Ihr habt es eben bei Holgi schon gehört. Eigentlich ist das ja was, wo man sich ein Videomaterial dazu wünscht. Und Alex hat auch so ein bisschen gedacht, interessiert das eigentlich überhaupt irgendjemanden? Wir haben es dann einfach versucht, erste Folge, 3 Regeln besprochen. Wir machen das jetzt, wie gesagt, seit 5 Jahren. Und wir haben direkt nach der ersten Folge ja lawinenartig Fragen bekommen von allen möglichen Hörerinnen und Hörern. Und wir haben mit diesen Regelschulungen ungefähr 80 Folgen gebraucht, weil wir immer so viel aktuelles Zeug zu besprechen hatten.
Wir hatten Anfragen von Schiedsrichtern, haben ordentliche Diskussionen mit unseren Hörern im Blog am Anfang auch noch geführt. Das war ganz schön und so ist das gewachsen. Kurz ein Wort zu meinem Kompagnon. Also ich bin im Prinzip der Dösbaddel, der nicht so richtig viel Ahnung von der Materie hat. Und Alex, das ist unser Nerd. Alex ist ehemaliger Oberliga-Schiedsrichter, ist Aus- und Fortbilder von Schiedsrichtern in Köln. Und er spricht wie gedruckt. Also wer den Podcast schon mal gehört hat, der, man könnte das direkt eigentlich transkribieren und in Buchform ausgießen teilweise. Das ist sehr schön. Ich habe mitgekriegt, er hat seinen Account Lisas Welt, da hatte er früher schon immer so Schiedsrichtersachen erklärt. Ich habe ihn ja nur auf so einem Twitter-Stammtisch in Köln kennengelernt. Und so entstehen dann die schönsten Projekte. Das Projekt ist jetzt 5 Jahre alt. Das hier mal eine Statistik von dem wunderbaren Podlove-Projekt. Wir haben 88 Folgen bisher gemacht, Stunde 40 dauert's im Schnitt. Letzte Folge zum Beispiel war mal 3 Stunden 19. Alle Folgen zusammen, 5 Tage. Es gibt Leute, die haben sich das sogar schon mehrfach angehört. Im Schnitt sind wir alle 21 Tage mit einer Folge dabei. Das ist aber geschönt, weil wir waren zwischendurch mal jede Woche, hatten jetzt aber zwischendurch auch mal ein halbes Jahr Pause, dazu später noch mehr. Ja, dann kam ganz schnell eine Anfrage von Trainer Bader, heißt der Mann, Fußballblogger, der schrieb dann, was fehlt, ist ein Twitter-Account von Colinas Erben, damit man direkt mit denen in Kontakt treten kann. Und dieser Tweet im Dezember 2012, der hat dann vor allen Dingen Alex' Leben, würde ich sagen, verändert, weil Alex ist mittlerweile in diesem Bereich der Experte, würde ich sagen. 18.000 Follower haben wir mittlerweile. Ich weiß, wenn man sich irgendwie Sportshow-Moderatoren oder so anguckt, ist das lächerlich wenig. Aber wir sind eigentlich immer noch überrascht, dass das so viele Leute interessiert. Und es ist ja immer mal wieder, ich fahre am Nachmittag irgendwie durch die Stadt und auf einmal merke ich an meinem Handy, es vibriert die ganze Zeit. Ich denke, da ist ein Telefonanruf, der kommt. Nein, dann ist irgendein Fußballspiel, irgendein Riesenaufreger. Und die Leute sitzen vorm Fernseher und denken, hä, wie läuft das? Und das, obwohl sie dieses Spiel seit Jahren verfolgen. Das ist eigentlich immer noch ganz interessant. Das hier mal ein Beispiel, da hat Felix Zweier in Leverkusen einfach mal ein Spiel unterbrochen und alle Kommentatoren, Journalisten waren blank. Keiner wusste, macht er das richtig? Ist es okay? Und Alex war dann der sagen konnte, was los ist. Kann man direkt dazu sagen, das bringt uns natürlich auch ab und zu mal neue Hörer, neue Leute fürs Medium. Aber wir haben natürlich nicht alle Leute da zum Podcast hören gebracht, sondern es gibt auch Leute, die einfach unsere Art bei Twitter ganz gut finden. Das hier auch mal ein Tweet, der ganz gut funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob der irgendwem vielleicht bekannt vorkommt. Genau. Wir haben aber natürlich auch, wir haben ja gestern darüber gesprochen, dass Podcast-Hörer total nett sind. Also wenn die sich melden, ist eigentlich immer sehr positiv und diskussionsfreudig. Ja, begibt man sich in die weite Welt des Social Media, dann kriegt man da halt auch Leute, die ein bisschen lauter sind. Und wir versuchen mit dem humorvoll umzugehen, versuchen auch nicht auf alles einzugehen. Das funktioniert ganz gut und wir versuchen natürlich auch irgendwie die Leute zu loben, die gut mit uns umgehen. Das ist jetzt auch mal vom vergangenen Pokalwochenende. Da sieht man halt auch, dass viele Leute das schätzen, dass da nicht irgendwer ist, der einfach blöd reinruft, sondern da ist ein Account, der macht sich Gedanken, der hat ein gewisses Wissen. Und wir versuchen halt nicht die Trolle zu füttern, sondern auch die Guten zu fördern. Wir haben dann natürlich auch eine Facebook-Seite. Aus Gründen ist das nicht so unser Lieblingsberitt, weil da wird's dann auch gerne mal ein bisschen lauter. Wir haben da trotzdem irgendwie 5.000 Follower gesammelt und manchmal ist es dann aber auch so, Alex haut bei Twitter irgendwas raus, Riesenanklang und ich sage ihm dann, willst du das nicht eigentlich auch mal bei Facebook reinstellen? Er sagt, ach ja, habe ich wieder vergessen. Also es ist so ein bisschen unser Problem dann. Zurück zum Podcast. Find's auch ganz schön, dass hier auch ein bisschen offen über Zahlen einfach mal gesprochen wird. Wir haben bei unseren Folgen im unteren fünfstelligen Bereich die Hörerzahlen, soweit man diesen Statistiken überhaupt Glauben schenken kann. Keine Ahnung, der Einschlafen-Podcast oder die Lage oder Vrindt oder so, die können da wahrscheinlich nur drüber lachen. Aber ich finde, über sowas wie Fußballregeln zu sprechen, und das hören sich so viele Leute an, ist für mich immer noch bemerkenswert.
Und was ganz spannend ist, wir haben zwischendurch auch mal den Anbieter gewechselt, deswegen sind die Zahlen so ein bisschen verwaschen, aber seitdem wir da gewechselt haben, es gibt halt immer wieder Leute, die hören sich alte Folgen an. Immer wieder. Also das ist auch die Rückmeldung, als wir ein halbes Jahr Pause gemacht haben. Ah, ich bin jetzt schon wieder mit allen Folgen durch, ihr müsst mal was Neues machen. Es ist immer schwer, sich das vorzustellen, aber es scheint ja zu funktionieren, dass wir die Szenen da irgendwie vorstellen und die Leute immer noch wissen, worum es geht. Ja, dann mal zu der Frage, warum wird unser Podcast gehört? Warum springen User auf Twitter und so auf uns an? Man muss sagen, es ist eine absolute Nische, in die wir da eingetreten sind. Es gab zwar mal im Sportstudio sowas wie den Pfiff des Tages, der wurde dann aber aus verschiedenen Gründen wohl wieder abgesetzt. Es gibt die Schiedsrichterzeitung, das ist aber noch nerdiger als unser Podcast selbst. Gibt's zwar auch als PDF, aber ich weiß nicht, wie groß die Leserschaft da außerhalb der Schiedsrichter ist. Der Kicker hat natürlich auch immer wieder was zu Schiedsrichterthemen, aber und auch andere Medien sind vor allen Dingen immer dann nur da, wenn es darum geht, was Negatives zu berichten über Schiedsrichter. Und wir machen halt immer die ganze Bandbreite. Wir sagen halt auch mal, da hat ein Schiedsrichter den Vorteil aber sowas von geil erkannt und freuen uns drüber, dass ein Schiedsrichter da richtig gut was gemacht hat. Das unterscheidet uns natürlich auch. Und was ganz interessant zu beobachten ist, ist, dass es halt auch Schiedsrichter-Experten mittlerweile wieder bei Sky und auch bei der Bild am Sonntag und bei Amazon ergibt, ob wir da mal was mit zu tun haben, keine Ahnung, vielleicht. Unsere Stärke ist halt auch, dass Alex sich immer direkt hinsetzt und Bewertung online macht. Das natürlich versucht immer fundiert zu machen. Man hat ja zum Glück mittlerweile auch einen guten Zugriff auf Bilder, dass man sich Sachen immer wieder anhören kann. Das macht der DFB zum Beispiel nicht. Die haben zwar eine Schiedsrichter-Facebook-Seite, aber die erklären nichts. Und da fehlt so generell so ein bisschen was an Transparenz. Und in diese Nische springen wir natürlich gerne. Und wir reagieren immer sehr viel auf Hörer- und Leseranfragen und kriegen dann halt auch immer mal wieder irgendwelche Sachen geliefert, die irgendwo auf der Welt passiert sind. So ein Ding hätten wir wahrscheinlich nie im Leben mitbekommen, wenn es nicht Twitter geben würde. Und dann hast du halt auch irgendwie, oh, da in der Major League Soccer oder in der Oberliga Westfalen, da ist was passiert. Und das nehmen wir dann halt auch immer sehr gerne mit auf. Man kriegt halt auch immer so ein bisschen so das Feedback, wir haben Hörer in den USA, wir haben Hörer in China, in den Niederlanden und England und daraus basteln wir uns dann unsere Sendung. Das ist jetzt mal so ein kleiner Ausschnitt aus unserem Sendeprogramm. Wir haben im Schnitt so, ich sag mal, zwischen 7 und 15 Seiten Sendungsvorbereitung. Also das ist auch was, was der Alex vor allen Dingen leistet, was sehr, sehr aufwendig ist in der Vorbereitung der Sendung. Wir können natürlich nicht jede Szene besprechen, aber wir machen die großen Aufreger dann halt ein bisschen nüchterner, als das vielleicht in den Boulevardmedien oder in anderen Medien passiert. Wir nehmen uns die Zeit, wir suchen Szenen raus, die vielleicht exemplarisch sind. Wir haben in jeder Episode so ein paar Sachen, die wir wiederholen, also immer dasselbe Intro. Wir haben O-Töne drin, die mit so einem ganz schlechten Ukulele-Sound eingeleitet werden. Und wenn die Champions League kommt, dann gibt's das entweder in so einem MIDI-Ton oder irgendein Mensch, der das auf Blockflöte nachgespielt hat. Also so ein paar Sachen, die man halt wiedererkennen kann. Und sonst, wir sind ein klassischer Laber-Podcast, zu zweit, manchmal auch zu dritt, meistens aber halt, wie gesagt, nur zu zweit. Und ja, haben dann aber natürlich auch mittlerweile so ein bisschen Feedback bekommen aus Medien und Anfragen. Und da kann man nur sagen, die Zusammenarbeit mit anderen Medien ist einfach gut. Also wenn ich das so Revue passieren lasse in den letzten 5 Jahren, dann haben wir uns natürlich da auch ein bisschen was erarbeitet. Gerade Alex hat sich eine Expertise erarbeitet, die in Sportjournalistenkreisen, glaube ich, ziemlich groß ist. Also da gibt's dann auch mal die Anfrage von größeren Medienhäusern, sag mal, wie ist das eigentlich? Und da arbeiten wir natürlich ganz gerne damit zusammen. Es zeigt natürlich auch, dass es viele Wissenslücken bei Journalisten gibt. Bei einigen sind die größer, bei anderen kleiner. Aber da helfen wir natürlich gern. Und wir haben uns die Bekanntheit auch erarbeitet. Also wir waren in unglaublich vielen Podcasts unterwegs. Das beste Marketing-Tool, ne? Wir haben es vorhin mit Tim gehört, das hat uns weitergebracht und sind halt immer, wenn wir angefragt worden, aufgetreten in allen möglichen Podcasts, unten die Rasenfunk-Trilogie, da waren wir dabei. Nicht immer zu Schiedsrichterszenen nur, aber der Name Colinas Erben fiel natürlich immer wieder. Und das merkt man dann auch immer wieder, dass, wenn man dann bei so einem Podcast war, dass dann unsere Hörerzahlen auch direkt wieder ansteigen.
steigen. Wir haben auch andere Hochzeiten, die uns angeboten wurden, gerne angenommen. Also wir waren zum Beispiel an der Uni in Köln bei einem Vortrag der Schiedsrichter im Sportrecht. Seht da oben rechts den Alex, wie er da im Uni-Hörsaal war. Da war dann noch ja so ein Jurist und ein Bundesliga-Schiedsrichter und dazu gab es dann so einen Vortrag, das war ganz spannend. Oder hatten da mal das Angebot, Bundesliga-Schiedsrichter zu interviewen. Das haben wir natürlich auch sehr gerne gemacht. Alex war neulich jetzt mal in einer Schule in Hamburg und hat eine Nachmittags-AG unterstützt und über das Schiedsrichtern gesprochen. Ja, das ist halt immer ganz spannend für uns selbst und führt natürlich auch dazu, dass man ein bisschen mehr mediale Aufmerksamkeit bekommt, was dann halt auch zu Artikeln in Zeitungen, in Fachzeitschriften, in Blogs oder auch mal in einer Meldung der Deutschen Presseagentur mündet. Und da ist ganz spannend, das, was aus Zeitungen in Podcasts kommt, ist unglaublich gering. Also jeder Podcast, in dem wir auftreten, steigen die Hörerzahlen eher an, als wenn du irgendwo in einer Zeitung stehst. Die Leute lesen das, denken, ah, interessant, aber der Schritt, dann ins Internet zu gehen, ist scheinbar immer noch ein sehr großer. Aber wir waren halt auch zum Beispiel in der Schiedsrichterzeitung unten links, dreiseitiges Special. Ich glaube, das ist etwas, wo meine Mit- und Gegenspieler von früher immer noch denken, das kann eigentlich nicht sein, weil mit Schiedsrichtern konnte ich früher gar nicht. Und jetzt darf ich da drüber erzählen. Ja, und dann kamen irgendwann auch Medienanfragen von anderen Häusern. Und da haben wir dann auch gesagt, das machen wir jetzt nicht mehr umsonst. Weil das ist ja auch unsere Freizeit. Alex ist als Lektor unterwegs, macht Vorträge. Ich war damals so als freier Journalist und habe noch studiert. Und da haben wir gesagt, nee, wenn ihr uns haben wollt, dann müsst ihr uns natürlich auch bezahlen. Bei Non-Profit-Podcasts haben wir das halt anders gehandhabt. Aber wenn dann halt die Medienhäuser kamen, dann haben wir natürlich auch gesagt, so, das muss sich auch für uns lohnen, der Aufwand. Und das ist auch ein bisschen breiter gestreut. Also wir hatten, damals hieß es ja noch D-Radio Wissen, das waren somit die ersten. Da haben wir ein großes Turnier aus Schiedsrichtersicht mit begleitet. Und ja, irgendwann war Alex jetzt auch mal in so einer Schweizer Fußballshow oder mal bei NTV. Das ist dann nichts Regelmäßiges. Das ist dann halt immer, wenn die Schiedsrichter besonders in der Kritik stehen, dann darf Alex das dann so ein bisschen runterkochen. Aber bei Alex hat sich noch ein bisschen was dazu getan. Alex schreibt mittlerweile nämlich Kolumnen bei ntv.de und bei gmx und web.de. Da meint der ein oder andere vielleicht, hey, was sind das für Portale? Für Fußball geht doch keiner drauf. Aber gerade so gmx und web.de, es gibt unglaublich viele Menschen, die das als Startseite haben. Wenn Alex da eine Kolumne schreibt, dann sind da schnell mal 400-500 Kommentare. Auch nicht so schön wie jetzt bei uns im Blog oder auf Twitter, aber das wird gelesen und ja, hat sich da sozusagen ein Standbein aufgebaut. Wir wissen auch, dass das in Schiedsrichterkreisen gerne gelesen wird und er kann jetzt sozusagen sich dadurch sein Leben auch mitfinanzieren. Also es ist dann halt nicht der Podcast, der uns die Kohle gebracht hat, aber die Kontakte, die daraus entstanden sind. Und ich glaube, bei mir ist das auch ganz ähnlich. Also ich habe dann irgendwann in der Online-Redaktion vom Sport beim Deutschlandfunk angefangen und dann kam irgendwann die Anfrage, sag mal, Klaas, hast du eigentlich auch mal moderiert? Ich kann dir nicht sagen, worum es geht, aber schick mal was her. Und ich hatte halt nur aus dem Hochschulradio noch ein paar Sachen von Köln Campus und dann aus meiner Colinas Erbenzeit. Und ja, jetzt bin ich Redakteur beim Deutschlandfunk und sehr glücklich damit. Und ich glaube, wäre ich jetzt Gymnasiallehrer und würde Deutsch und Geschichte unterrichten und bin jetzt nochmal abgebogen. Keine Ahnung, ob ich das ewig mache, aber es ist natürlich sehr schön und wie gesagt, ich glaube, das ist durch das Podcasten gekommen und ich habe unglaublich viel auch ja Ruhe am Mikrofon oder Interviewführung, das konnte ich nirgends besser lernen als beim Hochschulradio und durchs Podcasten. Dann zur Frage, warum ist Colinas Erben eigentlich nicht erfolgreicher? Ich habe jetzt mal gestern aus der von Sven von dem Vortrag mal so ein bisschen was rausgezogen aus dem YouTube-Kanal, ich hoffe, das ist okay. Das sind natürlich Fragen, die wir uns auch immer wieder stellen, sind wir glücklich mit der Reichweite? Nein, wir wollen 100.000 Hörer. Ist die Formatlänge richtig? Nein, wir sind viel zu lang, aber wir sehen das halt so ein bisschen pragmatischer. Wir sagen halt, der Podcast ist unser Baby. Wir treffen uns dazu und machen das in aller Ruhe. Wir wollen nicht auf Deubel komm raus allen Leuten gefallen und wollen auch nicht irgendwas machen, wo wir selber nicht hinterstehen. Vielleicht kann man es so am besten sagen. Wir sind aber trotzdem gute Creator. Ich finde den Begriff ganz schön. Wir sind authentisch, wir sind verantwortungsbewusst in dem, was wir da tun. Wir interagieren unglaublich viel.
Wir sind leider nicht regelmäßig genug. Und wir sind aber, denke ich, relativ professionell. Also das, was wir da vorbereiten, ist schon, glaube ich, sehr, sehr ordentlich. Und wir wissen, dass wir ganz viele Defizite haben. Wir haben ein unglaublich schlechtes Marketing. Wir haben ein mieses Logo. Unser Blog sieht scheiße aus. Wir rufen zu wenig zu Spenden auf. Unsere Technik könnte besser sein. Wir finanzieren uns nicht so richtig über Spenden oder über irgendeinen Pay-Prozess. Wir rufen zu wenig dazu auf, dass die Leute uns Geschenke machen über unsere Wishlist. Wir nutzen keine Audiokommentare. Wir sind noch nicht on Tour gewesen. Wir sind, wie gesagt, nicht regelmäßig da. Wir machen keine Kapitelmarken. Und wir machen nicht genug Interviews. Und wir wissen das alles, aber wir haben uns dafür entschieden, das Wichtigste ist halt, dass wir uns hinsetzen und das, was wir bisher machen, erstmal schaffen. Alles, was darüber hinauskommt, braucht halt Zeit. Und Zeit muss man sich immer gut einteilen. Man kann nicht auf allen Hochzeiten einfach tanzen, kann man natürlich, aber das ist dann halt vielleicht nicht so erfolgsversprechend, würde ich sagen. Wir wissen nicht, ob das in Zukunft vielleicht anders wird, ob sich vielleicht irgendwer meldet und sagt, wir machen Colinas Erben als Fernsehshow und wir schmeißen einfach alles hin. Ist unwahrscheinlich, aber kann ja passieren. Das wäre es eigentlich soweit von meiner Seite, vom Schiedsrichter-Podcast Colinas Erben. Ich wollte aber gerne noch mal einen Rückschluss zur letzten Subscribe machen. Da hat der Max, unten rechts seht ihr ihn, Vortrag gehalten und hat gesagt, Fußball-Podcasts sind wie Marihuana, die perfekte Einstiegsdroge. Was er damit meint, erzählt er am besten mal kurz selber. Und jetzt haben wir aber hier mit dem Fußballbereich ein Thema. Jeder von uns kennt Fußballfans, egal in welchem freundschaftlichen Verhältnis wir zu denen stehen, aber wir kennen die. Und jetzt habe ich euch gerade gezeigt, der Theorie nach müsste es auch für ganz viele von denen ein Podcast-Format geben, was zumindest interessant ist. Nicht jeder wird Podcasts danach lieben, aber aufgrund der bestehenden Verhältnisse, gerade auch im Sportjournalismus, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie da zumindest etwas finden, was sie bisher in der Form noch nicht gefunden haben. Und deshalb ist tatsächlich nicht nur aus Eigeninteresse, sondern tatsächlich meine Überzeugung, dass ich glaube, über dieses sehr, sehr breite Thema kriegen wir Leute ins Medium. Und wenn die Leute im Medium sind, dann hängen sie an der Nagel. Verdammt, dann lassen wir die nicht mehr los. Und dann schieben wir die uns gegenseitig zu. Die Erwähnungen in Podcasts sind immer noch meiner Erfahrung nach das beste Marketing und es funktioniert. Da habe ich ein bisschen schlecht geschnitten. Auf jeden Fall, das kann ich nur unterstützen. Ich bin auch immer der Meinung, Podcasts brauchen keine Angst davor haben, dass irgendwer dem anderen irgendwas wegnimmt. Entweder wachsen wir gemeinsam oder wir wachsen als Podcasts überhaupt nicht. Und Colinas Erben, so viel Selbstlob sei erlaubt, ist verdammt guter Stoff. Trainer Bade schrieb... Genau, Trainer Bade schrieb, ich bin ja erst durch Colinas Erben so richtig auf den Geschmack gekommen. Oder der Phil schrieb, ihr habt mich in die Podcast-Abhängigkeit getrieben. Und das haben wir sehr gern gemacht. Da, das war's. Vielen Dank. Ja, gibt's noch irgendwelche Fragen, Rückmeldungen, Feedback? Ja, gibt's Mikros oder, ja. Bitte auch Entschuldigung, aufstehen, das sollte gar nicht der so Hinweis kam, wenn ihr Fragen habt, mal ganz kurz hinstellen. Du hast gesagt, Interaktion funktioniert ja, muss ich aufstehen, okay? Du hast ja gesagt, Interaktion funktioniert ziemlich gut bei euch. Habt ihr denn da so ein Rezept, wie ihr das fördert oder kam das so mit einer gewissen Reichweite von alleine, weil über Fußball kann man sowieso diskutieren oder habt ihr das aktiv irgendwie gefördert? Die aktivste Förderung, die wir betrieben haben, ist, dass wir einfach keinen Scheiß geschrieben haben. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man bei sich selbst bleibt. Jeder hat natürlich seine Zielgruppe. Wenn wir jetzt der lustigste Schiedsrichterkanal der Welt sein wollten, dann würden wir nur GIFs raushauen. Aber wir versuchen es halt über Inhalte zu machen. Und Alex ist vor allen Dingen einer, der unglaublich nüchtern auf jeden Kommentar reagiert eigentlich. Also er nimmt nicht mehr jeden Troll wahr. Aber der hat Gespräche mit Leuten über Tage teilweise geführt, wo ich gedacht habe, du Verrückter. Aber das wird total
akzeptiert. Und das hat ja zu einem organischen Wachstum, glaube ich, geführt. Also wir sind ja nicht von einem auf den anderen Tag so groß irgendwie bei 18.000 gelandet, sondern man kann sich das angucken, das geht so stetig nach oben, bei großen Turnieren natürlich mehr oder weniger. Aber ich glaube, da ist halt, also authentisch ist eigentlich ein total blödes Wort, aber das sollte man halt bleiben. Man sollte auch sagen, wenn man was nicht weiß, wenn man unsicher ist, und man sollte halt dann einfach das sagen, wo man sich ganz sicher sein kann und das am besten belegen. Klaas, als erstes, deine Fußballschuhe habe ich nicht dabei. Das ist ein Skandal. Wir müssen noch warten. Dann wollte ich noch mal das unterstreichen, was zum Schluss anklang mit der Nadel, was der Max gesagt hat. Der Max hat mich dazu gebracht, Podcasts zu hören durch seinen Podcast, hat mich dann später dazu gebracht, selber Podcasts zu machen. Also vielen Dank, Max. Und zu der Reaktion im Allgemeinen hast du Teilen schon was gesagt. Wie ist es jetzt aber zum Beispiel nochmal in genauem bei Schiedsrichtern, wie werdet ihr da wahrgenommen? Da war ein Bild mit Bibiana Steinhaus. Ihr habt ja gesehen, wie war die Reaktion von den beiden? War es so, Oberliga-Schiedsrichter, okay, aber was wollt ihr jetzt hier? Oder wie waren da die Reaktionen darauf? Oder sind sie generell so bei Schiedsrichtern, die auf einem etwas höheren Level pfeifen, als es der Alex gepfiffen hat? Ja, das ist erstmal ganz spannend, weil Schiedsrichter natürlich immer in so einer Hab-Acht-Stellung sind, weil die kriegen eigentlich immer nur drauf. Schiedsrichter werden eigentlich nie gelobt, sondern die sind nur im Fokus der Medien, wenn sie was falsch gemacht haben. Das heißt, jede Nachfrage wird erstmal gesagt, wer seid ihr denn? Was macht ihr denn eigentlich? Und dann gucken die sich zum Glück Alex Kolumnen bei NTV an und sehen, okay, da ist einer, der hat schon ein bisschen Hintergrund, der weiß schon, worüber er schreibt. Und da stoßen wir auf offene Ohren zum Glück. Und das wird schon ganz, ja, die Wahrnehmung ist schon eine sehr positive. Es gibt mittlerweile ein paar Kontakte auch in die Schiedsrichterszene rein, die wir ohne diesen Podcast niemals bekommen hätten, weil die Leute halt sehen, die wollen uns nicht in die Pfanne hauen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also wir versuchen da ja nicht irgendwie skandalträchtig irgendwie einen übers Ohr zu hauen, sondern wir wollen ja darüber berichten, was ist das Besondere am Schiedsrichtern. Kannst du hier weitermachen? Na sicher. Können wir schon mal umbauen. Gerne. Und wir wollen ja praktisch die Schiedsrichterei den Fußballfans auch näher bringen. Also halt auch mal den Blick da ändern. Und das ist ja auch ganz spannend bei uns, dass viele Fußballfans sagen, Mist, ich kann jetzt gar nicht mehr in ein Fußballstadion gehen und mich einfach über den Schiedsrichter aufregen, weil ich weiß durch Colinas Erben viel mehr. Und ich glaube, das wird bei den Schiedsrichtern auch wahrgenommen und das Feedback ist da eigentlich sehr gut. Und wie gesagt, wir würden gerne mehr Interviews führen, wenn wir mehr Zeit hätten. Die Kontakte sind zum Glück jetzt da. Gut, dann, vielen Dank. Ganz kurz, danke. Fußball ist ja was sehr Visuelles. Podcasts sind jetzt mittlerweile mehr zum Hören oder fast ausschließlich zum Hören. Wie schlagt ihr da ab die Brücke? Setzt ihr einfach voraus, dass jeder Hörer alle Spiele gesehen hat? Oder wie könnt ihr das da lösen? Also wir setzen das auf gar keinen Fall voraus. Ganz lustig ist, es gibt manchmal das Feedback, dass Leute sagen, ich gucke gar keinen Fußball, aber ich höre euren Podcast, weil ich Regeln so geil finde. Freut uns natürlich immer sehr. Wir stellen jede einzelne Szene, die wir besprechen, ganz genau vor. Wir schreiben uns da auch dann kleine Skripte. Ich meine, jeder, der sagt, oh, die Fußballkonferenz früher im Radio, habe ich total gerne gehört. Natürlich gucken jetzt mittlerweile alle Sky. Aber in unserem Podcast, wir sind total retro, was das angeht, und es funktioniert ganz gut. So. Ich glaube, das war's. Vielen Dank, Klaas, für den Vortrag. Applaus